So, herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Wir waren heute bei Rewe, mal was ganz anderes. Boah, ist mir warm mit meiner dicken Jacke hier, ne? Die muss ich, glaube ich, doch nochmal ausziehen. Und dann kann es losgehen. Die Kleine wollte unbedingt mitmachen, wenn man irgendwie so ein paar neue Produkte gekauft. Ja. Kannst du mir schon eine Sache geben? Ja. Einmal. Also Salat ist jetzt nichts gerade Spektakuläres. Und Rucola. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir den rechtzeitig essen. Das ist nur zur Zeit ein bisschen schief gegangen. Dann haben wir noch mal Roma-Tomaten, die waren im Angebot bei Rewe. Gurke haben wir zweimal gekauft tatsächlich. Das ist schon wieder teurer bei 89 Cent. Wir haben noch ganz. Ja, ich brauchte unbedingt mal wieder Alufolie. Eins von beiden, es ist auch so teuer geworden. Ich kann es ja auch verstehen, dass es umweltunfreundlich ist, aber es gibt so Sachen wie Brot, wenn ich es backe. Weil wir jetzt ja gerade gelernt haben, Reiswaffeln sind schädlich. Irgendwas muss ich das abdecken. Und hier gibt es eine Kiwi. Eine Kiwi, genau. Die Kleine wollte meine Kiwi wieder probieren. Und eine Süßkartoffel. Genau, was haben wir noch? Wir haben hier noch Traubenzucker. Genau, Traubenzucker zum Kochen. Mag ich bei uns super gerne in Soßen. Vertragen wir deutlich besser als Haushaltszucker. Ein Kassenbon, danke. Was haben wir noch? Genau, oh, das habe ich schon richtig lange jetzt gesucht und mal mitgenommen. Reismehl, übrigens das Bio war genauso teuer wie das Nicht-Bio. Da kann man richtig lecker mit Oregano und Salz Pizzabrot machen, glutenfrei. Absolute Empfehlung von mir, ist aber echt teuer, 3,50. Aber gut, davon würde ich zwei, drei Pizzen schon rauskriegen, denke ich mal. Dann gab es Mandarinen oder Clementine, die haben wir auch schon probiert, die waren mega lecker. Und hier gibt es so eine andere Frucht. Eine andere Frucht, wie heißt die, weißt du das? Passionsfrucht, hatte ich mal mega Lust drauf. Bei Rewe gibt es einfach mal ein bisschen mehr. Hier gibt es ein Family-Pack Hackfleisch, ja. Und hier gibt es Brokkoli. Brokkoli gab es wieder. Übrigens, gestern noch drei Pakete im PK, ich sag's euch. Brokkoli ist heiß begehrt. Hier gibt es noch Zaubermehl. Zaubermehl haben wir auch noch. Ja, wir haben nochmal glutenfreies Mehl von der Rewe-Freimarke. Ja, das sind eher so für Kuchen oder so, oder auch mal ein Weißbrot. Ja. Ich wollte jetzt mehr backen. Wir haben ja zwei Pakete. Ja, das ist für den Rick zwei Pakete Pizza. Baguette. Baguette. Okay. So, müssen wir mal gucken, wie das in die Tee kriege. Und hier haben wir noch glutenfreie Milch. Laktosefreie Milch haben wir noch, genau. Was haben wir noch? Oh ja. Oh, ein Sack Kartoffeln. Ich habe nämlich aktuell wieder richtig Bock auf Pommes. Dann, was haben wir noch? Mais, zweimal. Ist übrigens auch deutlich teurer geworden. Ich weiß nicht mehr wie viel, aber locker 30, 40 Cent teurer. Genau, Tomatensauce. Der Rick wollte jetzt hier nämlich nochmal so ein... Wie heißt das, was du kochen wolltest? Bauerntopf machen. Den haben wir Oliven mitgenommen. Das finde ich bei Rewe immer voll schwer zu kaufen. Also ja, die von Ja. Und die habe ich mal mitgenommen. Und? Genau, dann habe ich erstmal so einen laktosefreien Joghurt geholt. Also da muss ich sagen, da ist Aldi vor allen anderen Marken der einzige mit laktosefreien Joghurt mit Geschmack. Dann ist das Tütchen auch schon leer. Jetzt habe ich es. Dann hat der Rick sich noch Toastbrot geholt. Und ich habe mal Champignons wieder mitgenommen. Haben wir ewig nicht gegessen. Kann man vielleicht auch super gut in so Pfannen machen. Ich mag es nicht so gerne, aber ja. Ich gerade so ein Rührei oder so. Ja, ist ja egal, gibt doch erstmal die. Ich glaube, den habe ich jetzt statt Reiswaffeln mal Maiswaffeln mitgenommen. Oh, ja. Pass auf. Ja, irgendwie noch eine zweite gesucht, Amelie, aber ist auch nicht so schlimm. Dann haben wir Eier mitgenommen. Falls wir bald backen. Ach so, genau. Hier wäre die zweite Packung. Ich hoffe, dass es jetzt auf Maiswaffeln vielleicht nicht so zutrifft wie auf Reiswaffeln. Müssen wir mal schauen. Denn Bananelis, die kommen gleich hier vorne hin. Und ein hartes Experiment. Ich sehe es nicht ein, das glutenfreie Brot zu kaufen. Ich sehe es auch nicht ein, jeden Tag zu backen. Weil da kommt immer nicht viel bei rum. Ich habe früher dieses französische Baguette vertragen. Habe schon gesehen, da ist Alkohol drin. Vielleicht hat mir das die Stimmung angehoben. Aber nee, Spaß. Ich will es einfach nochmal probieren, ob ich das vielleicht doch vertrage. Es ist pures Weizenmehl, aber ich habe es früher immer gegessen und irgendwie auch überlebt. Genau, dann hatten wir zweimal Geflügel-Mortadella mitgenommen für uns.
Dann einmal hier Gnocchi glutenfrei. Da ist halt immer echt wenig drin. Ich teile das für uns und mache da halt viel Gemüse zu. Nein, aber es ist halt auch sonst zu teuer. Ich mag Tomaten. Dann hat Rixig ein Schokopudding mitgenommen und nochmal Brot. Dann haben wir glutenfreie Nudeln mitgenommen. Genau, für die Kleine hier so Bärchenwürstchen, mal was Besonderes, ne? Und die heißgeliebten Mozzarella-Stangen. Wir haben doch Batterien. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Hat Rick anscheinend Gott sei Dank dran gedacht. Batterien brauche ich unbedingt für die Lichterketten fürs Laternenlaufen. Noch mehr Batterien. Noch mehr Batterien. Danke. Ich habe gleich gesehen, dass wir die eingepackt haben. Dann haben wir Reis mitgenommen. Reis ist auch deutlich teurer geworden. Ich weiß gar nicht, wie das gekostet hat. 2,50. Dann haben einmal weiße und genau, und einmal Schoki mitgenommen. Also zweimal. Einmal weiß, einmal Vollmilch. Da könnte man auch super gut Bruchschokolade wieder machen. Welche schmolze Schokolade? Ja, genau die. Was haben wir hier noch? Kaffeefilter. Und Mamas Lieblingsessen. Mamas Lieblingsessen. Ich bin gespannt. Zeig her. Achso, nee, die mag ich nicht so gerne. Die Salami-Sticks von Ja, ich finde tatsächlich, die schmecken nicht. Die sind viel zu hart. Mamas Lieblingsessen kann der aber jetzt raus. Ja, was ist mein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen. Ja, Amelie durfte sich was aussuchen. Und zwar, oh, ich habe jetzt gar nicht auf die Inhaltsstoffe geguckt, aber es ist tatsächlich da. Götterspeise. Gut. Verträgt sie ja. Genau, und dann hat Rick sich noch so Schinken mitgenommen. Und ich habe nochmal Kochschinken. Ich wollte mal wieder Nudelauflauf mit Kochschinken und Mais machen. So richtig ungesund. Okay, mit Brokkoli. Ne? Ohne Brokkoli geht ja gar nichts, aber da habe ich mal richtig Lust drauf. Oh, lecker. Dann haben wir uns hier noch Quinoa-Brötchen mal mitgenommen. Die sind auch mini klein, ne? Also mal fürs Wochenende, ne? Manche kaufen sich auch so Brötchen. Dann hat der Rigi noch Salami und weiße Toffifee, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Dann haben wir Gouda und Tomatos. Dann haben wir glutenfreie Spaghetti noch. Und was haben wir noch? Genau, die Jude Rama war im Angebot. Mit mehr Salz, ich liebe Salzbutter, ne? Und zu guter Letzt haben wir noch Mozzarella für meinen Nudelauflauf, ne? Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's, mein Einkauf bei Rewe. Verlinke euch hier meine letzten beiden Videos hier unten. Könnt ihr mich gerne abonnieren. Sagt tschüss, bis zum nächsten Mal.